Die Anzahl an elektronischen Systemen im Fahrzeug nimmt ständig zu und sorgt für immer mehr Komfort beim Fahren. Im Fahrzeug selbst herrscht dadurch ein regelrechter Austausch unterschiedlicher Daten zwischen den Steuergeräten. Aufgrund der hohen Informationsdichte reichen herkömmliche Bussysteme nicht mehr aus. Abhilfe schafft hier der FlexRay. Mit dem Unitrain E-Kurs lernen Sie die Funktionen und Wirkungsweisen dieses Systems kennen und verstehen. Auf der Experimentiereinheit befinden sich zwei komplett funktionsfähige FlexRay-Knoten. Die beiden Knoten werden mittels 2 mm Leitungen verdrahtet. Anschließend kann anhand einer vollelektrischen Lenkung der FlexRay untersucht werden. Im Multimedia-Kurs lernen Sie die Einsatzgebiete des FlexRay kennen. Dabei steht der Bezug zur Experimentierhardware im Vordergrund. Der Multimedia-Kurs enthält eine Vielzahl an elektrischen Messungen für den FlexRay, die Sie direkt durchführen können. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Lerneinheit ist die Wissensvermittlung der unterschiedlichen Segmente im FlexRay-Protokoll. Animationen zeigen den Aufbau des statischen und dynamischen Protokolls. Nachdem Sie den FlexRay verstanden haben, können Sie Ihr Wissen bei der Fehlersuche anwenden. Automatisch werden die Fehler im System aufgeschaltet. Lernen Sie den FlexRay in seiner Funktion kennen und verstehen. Untersuchen Sie die Datenübertragung zwischen zwei realen FlexRay-Knoten. Trainieren Sie die Fehlersuche im FlexRay-Datenbus. Werden Sie zum Fachmann für die Diagnose an modernen FlexRay-Übertragungssystemen mit dem Unitrain E-Kurs der Firma Lukas Nülle.